Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Lumo. Im letzten Part haben wir, ich weiß das gar nicht mehr. Ich glaube, wir haben einen Buchstaben geholt mit diesem Space Shooter und wir haben dieses RCFF, was auch immer das war, geholt. Und jetzt befinden wir uns im Eislevel und das ist schwer. Ich muss zugeben, da freue ich mich jetzt schon überhaupt nicht drauf. Denn das war wirklich nicht einfach. Ja. So, ich glaube, nach links ging es normal weiter. Und ich glaube, hier kam man zu der Map. Oder zu irgendwas anderem. Ich spring lieber hier drauf. Ja, man kam zu der Map. Nein! Oh, Millisekunden. Millisekunden, genau. Alter. Wollt ihr mich verarschen? Okay, vielleicht sollte ich mich dann doch mal ein bisschen konzentrieren. Alter. Jawohl. Da hat er die Map. So, wir gucken jetzt erstmal auf die Map. Würde ich mal sagen. Okay, von da sind wir gekommen. Blablabla. Da geradeaus. Ach du. Nein! Wurde ich zu weit nach außen geschoben. Nicht schon mein Glück. So, endlich! Ah, okay. Da war ich ein bisschen zu optimistisch. Ah. So. Jetzt ist aber Schluss hier. So, wir müssen jetzt geradeaus. Wieder geradeaus. Die haben dich weggeschubst, ne? Ja. Das waren noch nicht die Schlimmen. Da kommen noch Schlimmere. Alright. Easy, 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 easy. Nice. Aber das war der Spaß. Ich war oben in dieser Tür noch nie gewesen. Da oben rechts sind der. Also nicht geradeaus, weil da muss man ja hin. Ich weiß auch gar nicht, wie man da hinkommt. Aber das kriegen wir schon hin. Oh Gott, die krachen runter. Nein. Yes. Oh Gott. Oh Gott. Boah. Okay, 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 ich bin durch. Okay. Das war gar nicht so schwer. Das ist doch nicht mehr ernst. Okay. Nicht schlimm. Tschüss, ihr Loser. Stacheln. Okay. Dann sind wir jetzt eine Etage höher. Da kann man schubsen. Was? Also ich kann auf den nicht draufspringen, falls ihr das denkt. Ach, komm schon. Na, also geht doch. Das war der Spaß. Nein, und dann falle ich so kurz. Oh. Tut irgendwo im Herzen weh, tut das. Aber immer dieselbe, ne? Oh Gott. Meine Fresse. Ich dachte, ich versuch's mal ohne zu springen, aber das.
ohne zu springen funktioniert halt gar nicht, ne? Boah, ey, ich krieg aber auch gerade gar nichts gebacken. Aber wirklich überhaupt nichts. Jetzt aber, Dankeschön. Ich wollte schon sagen. Ich bin so dumm, ich bin so dumm. Das Schlimme ist, ich habe nicht mehr viel übrig. Danke, Spiel. Jetzt kann ich mir schön Neues holen. Genau das wolltet ihr doch haben. Jetzt habe ich mich einfach extra treffen lassen, weil ich werde eh wieder zurückgespawnt. Nein! Stopp! Stopp! Hä? Ich hab doch die... Spiel. Warum lande ich da denn nicht drauf? Was ist der denn? Ach so. Ja gut, dann hol ich mir gerade lieber nochmal Neues. Oh mein Gott. Der ist aber genau in meine Richtung gekommen. Aber da kann der jetzt mal aufhören, in meine Richtung zu gehen. Es gibt so Momente. Es gibt so Momente, da. Alter! Eben war ich nicht mal in der Nähe von den Funken und er hat die aufgenommen. Warum denn jetzt nicht mehr? Es gibt so Momente in diesem Spiel, da willst du einfach nur weinen. Und die Eiswelt ist eine davon. Jetzt verbrauche ich wieder viel zu viel. Ich wollte gerade schon sagen, solange ich es ja nicht brauche. Es kann nicht euer Ernst sein. Schalala. Ich raste hier noch aus. Oh! Ich hasse das. Ich wusste, dass ich das hasse. Ich wollte. Okay, sterben. Komm jetzt. So. Doch einfach nicht wahr sein. Warum hänge ich denn hier so fest? Komm jetzt, Junge. Es gibt 1000 schwerere Stellen, die noch kommen, aber ich hänge hier fest. Ich kann mich nicht mehr wirklich an die Stelle erinnern. Das heißt, dass ich damals nicht mal ansatzweise hier festgesteckt habe. Weil ich kann mich auch nur an Sachen erinnern, wenn ich da wirklich lange... Ach, da habe ich lange Zeit verbracht. Da habe ich lange Zeit verbracht. Dass der Große jetzt zuerst kommt, ist schon mal sehr geil. So, der Große muss nämlich dahin. So, der Kleine. Muss. Dahin. Und der ganz Kleine. Der kann da stehen bleiben. Da hing ich damals echt lang dran fest. Ich weiß einfach nicht warum. Oh Gott. Okay, hier ist nix. Och, der Spaß.
Nice. Ach so. Die kommen auch aus dem Schnee. Höh. Da bin ich aber dran vorbeigelaufen. Aber gut. Hallo. Kann ich auch da drüber springen? Das geht doch. Easy. So. Und dann können wir mal hier lang gehen. Was haben wir denn da? Da haben wir den ersten komischen Eiszapfen, den wir brauchen. Ich war gerade überrascht, wo ich war. War ich gerade wirklich? Easy. So. Genau, jetzt kommen wir da. So, jetzt haben wir den ersten. Ich frage mich aber natürlich immer noch, wie zur Hölle komme ich da hinten hin? Ich nehme wirklich an, dass ich dafür die Scholle benutzen muss. Aber ich kann ja auch auf der Scholle nicht wirklich stehen bleiben, ne? Also so komme ich auf jeden Fall darüber. Das weiß ich noch. Da komme ich doch nie im Leben rüber. Wir gucken einfach mal, wenn wir dann das letzte Mal hier sind. Weil wir müssen ja sowieso nochmal hier hin, wenn wir das letzte Ding da wegbringen müssen. Das ist ja überhaupt... Nein! Oh, ich dachte gerade, ich hätte Jump'n'Run Skills, aber... Das hat sich ja dann total erledigt. Und da sind sie zurück. Das wird der Spaß. Springen. Ah, okay. Diesmal töten sie mich. Okay. Alright. Oh nein. Nein, nein, nein. Nein. Nein! Ich weiß ja nicht, was besser ist. Mitlaufen? Oder springen? Vielleicht so lange mitlaufen, bis es dann die Richtung ändert und dann springen. Also jetzt. Ja. Thanks, Gott. Dann einmal hier hoch, bitte. Noch höher? Wahrscheinlich nicht, ne? Hö! Ja doch, irgendwie schon. Ganz oben ist ja noch eine Tür. Moment mal. Ich wollte schon sagen, die habe ich gesehen, ey. Da können er mich nicht verarschen. Aber wie können denn hier 50 Kassetten versteckt sein? Das ist für mich immer noch ein Wunder. Okay, sonst ist da nichts mehr. Ich meine 50... Oh Gott, der ging hinter mir her, der ging hinter mir her, der ging hinter mir her. Haha. Wow, das ist mir jetzt gerade nicht ernsthaft passiert. Oh Gott, der will sich rächen. Hoho. Ho. Oh, es kann doch nicht. Oh Mann, das kann doch nicht wahr sein. Ja, es tut mir leid. Aber ich mache doch auch nur meinen Job. Jump, jump.
Jump, jump, jump. Jawohl. Oh, thanks God. Okay. Einmal noch da, einmal noch da. Einmal noch da. Nein! Noch doch nicht in die Richtung. Mein Magen rastet gerade mega aus. Ich hab Hunger. Och mein Gott, bist du denn blöd? Ach da. Nicht nach. Oh. Nee. Jetzt passen wir mal gut auf, dass der weg ist. Dann gehen wir in die. Jetzt muss ich aufpassen. Dann hoch. Boah. Dann in die. Und jetzt nur noch eins runter. Jawohl. Easy. Was ist denn das? Was sehr einfach ist. Gut. Ach, stimmt. Stopp. Da war ja noch eine Tür. Oh Gott. Von wo kam ich denn jetzt? Von hier. Oh mein Gott. Wow, dass ich das jetzt so geschafft habe. Da bin ich ein bisschen begeistert drüber. Okay. Wie sieht's hier aus? Ich mache erstmal da runter. Wo muss er denn hin? Ah ne, ist schon alles richtig so. Passt auf. Nein! Der hätte nur noch einmal nach links gemusst. Das kann doch nicht wahr sein. Wieso tut man mir sowas an? Wieso tut man mir sowas an, Leute? So. Ich wollte wieder dieselbe Taktik wie eben machen. Oder ich renne einfach drüber. Kann man auch machen. Boah, war das knapp. Eieiei. Okay, dann einmal hier runter. Auch easy. So, ich bin dafür, wir holen uns jetzt noch auf jeden Fall diesen zweiten Eiszapfen oder was auch immer das darstellen soll. Genau den da. Ach, das war der Spaß. Das war ja easy. Den Weg wieder zurück, der war nicht einfach. Nein! Oh, ich glaube aber sogar am besten wäre es, wenn ich den linken Weg gehen würde. Weil dann wäre ich nämlich direkt da. Boah, aber links abzuschätzen ist einfach tausendmal schwerer als rechts. Aber hat funktioniert. So. So, bevor wir jetzt in die Tür reingehen, würde ich echt gerne wissen, wie ich nach links komme. Wie komme ich
Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Ich weiß, wie wir da in die Tür reinkommen. Ah! Jawoll! Wow. Ach, in die Tür komme ich nur mit genug Coins. Oh, wieder eine Runde spielen. Also ich weiß auf jeden Fall, ich habe gestern oder vorgestern mal nachgeguckt, welche Buchstaben ich noch nicht hatte. Und das D und das N, die hatte ich glaube ich noch auf gar keinen Fall. Ach so, ich darf nur den Pfeilen entlang laufen. Easy. Ach, das war nur ein Checkpoint. Haha. Nein, wo starte ich jetzt? Ah, natürlich am Checkpoint. Genau das wollte ich eigentlich, dass mir das nicht passiert. Aber gut, jetzt ist es mir passiert, jetzt muss ich das auch so annehmen. Fuck, warum passiert mir das denn immer da? Was mache ich da falsch? Ich springe eigentlich genauso wie vorher auch. Hä? Sind die da versetzt? Das kann ja nicht sein, die sind eigentlich alle genau in einer Reihe. Na also. Na also. Ja, was war da daran jetzt so schwer? Oh mein Gott. Ich will ja nichts sagen, aber das sieht höllisch schwer aus. Das sieht unglaublich schwer aus. Fuck. Fuck. Oh Gott, nein, die Zeit. Was passiert, wenn ich denn das in der Zeit nicht schaffe? Nein! Das kann doch nicht wahr sein! Oh mein Gott. Schlimm ist halt, ich habe nicht mehr wirklich viel Zeit. Nein, komm, ich... Boah, ey, eine Millisekunde. Einfach nur die Zeit.
Wow, es gibt mir so gut wie gar keine Zeit. Alter, ich hab keine... Alter, wie willst du das denn schaffen? Das ist ja krass. Vor allem, da ist noch lange nicht mal das Ziel irgendwo in der Nähe. Es ist schon klar, dass ich nur noch 20 Sekunden habe. Was heißt hier 20 Sekunden? Ich hab gar keine Zeit mehr. Die gehen weg. Ja, was passiert denn jetzt, wenn ich Game Over bin? Habe ich das dann fehlgeschlagen? Ist es einfach wirklich? What? Ey, das ist aber auch krass gewesen. Ey, jetzt mal ohne Witz. Alter. Da war das Ende nicht mal ansatzweise in der Nähe. Nicht mal ansatzweise. Wow, danke Spiel. Ganz ehrlich, danke. Boah, krass. Ja, Leute. Ist halt so. Und da das Spiel jeden Raum automatisch speichert, können wir das leider nicht wiederholen. Aber gut, dann ist es halt so. Leute, egal, wir gehen im nächsten Part vorne durch die Tür, wo wir gerade eben die zwei Eiszapfenkristalle, was auch immer das sind, eingesammelt haben. Mich ärgert das jetzt ein bisschen, aber müssen wir auch einfach drüber stehen. Dann halt keine 100%, dann spielen wir halt einfach nur durch. Dann ist es halt so. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder, wenn es euch gefallen hat, trotzdem. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ich sage bis dahin. Tschüss.